Heute gebe ich dir 7 Tipps zur Auswahl der richtigen Smart Home Produkte. Fangen wir vorne an. Tipp Nummer 1. Setze auf zukunftsfähige Standard. Hier müssen wir unterscheiden, ob du drahtgebundene Systeme einsetzt oder ob du, weil du im Nachrüstbereich oder in einer Mietwohnungssituation bist, Funkprodukte brauchst. Wenn du drahtgebunden unterwegs bist, empfehlen wir den KNX-Standard, denn dort hast du 500 Hersteller, 8000 Produkte und kannst, selbst wenn es einen Hersteller mal nicht mehr geben sollte, auf alle anderen ausweichen. Der KNX-Standard wird so schnell nicht aussterben, damit bist du auf jeden Fall sehr zukunftsfähig unterwegs. Wenn du dich für Funkprodukte interessierst, würde ich dringend dazu raten, jetzt auf Meta zu setzen, denn auch mit dem Funkprotokoll Thread, welches sich durchsetzen wird, wirst du sehr zukunftsfähig unterwegs sein. Also sowohl die Gateways werden Updates kriegen, aber auch die Produkte werden alle miteinander ja kompatibel sein. Das heißt, du machst auf jeden Fall nichts falsch, wenn du auf den Meta-Standard setzt, sofern du jetzt neue Produkte kaufst. Tipp Nummer 2 klingt erstmal wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Prüfe, wo es möglicherweise sinnvoll ist, innerhalb eines Baukastens zu bleiben. Also das könnte zum Beispiel bedeuten, du hast ein Nuki-Türschloss und brauchst dazu die Code-Tastatur, dann macht es auf jeden Fall Sinn, innerhalb des gleichen Herstellersystems zu bleiben, denn dann sind diese beiden Produkte maximal kompatibel und du hast keine Schwierigkeiten, sie zusammen einzusetzen. Im KNX-Bereich gilt es genauso. Dort ist es so, wenn du zum Beispiel eine Klingelanlage hast, dann haben diese Anbieter manchmal auch Zugangskontrollsysteme in der gleichen Optik. Weil du ja beides zusammen vorne an der Haustür hast, macht es Sinn, möglicherweise hier auch bei dem gleichen Hersteller zu bleiben. Vielleicht hat dieser Hersteller auch ein schönes Innendisplay, also eine Innensprechstelle. Solange du im SIP-Standard unterwegs bist, wäre erstmal egal, welcher Anbieter dann quasi innen ist. Aber auch hier könnte es Synergieeffekte geben, wenn du hier zwischen Außensprechstelle, Klingel und Innensprechstelle nicht mischt. Achte ein bisschen drauf, wo es sinnvoll ist, innerhalb eines Herstellerbaukastens zu bleiben. Auch wenn wir vielleicht mit Standards unterwegs sind, sei es SIP, sei es KNX, sei es Meta oder. Versuche ein bisschen darauf zu achten, wo es Synergieeffekte gibt und prüfe für dich, ob es nicht an der einen oder anderen Stelle sinnvoll ist, innerhalb eines Herstellers zu bleiben und dann vielleicht ein anderes Thema von einem anderen Hersteller zu nehmen. Der dritte Tipp ist, achte unbedingt darauf, dass egal, was du für Technologie dir ins Haus holst oder was du anschaffst, dass es irgendwie integrierbar ist. Das kann sein, dass du vielleicht ein Klimagerät hast, welches keine ordentliche Anbindung, keine Schnittstelle zum beispielsweise KNX hast. Achte darauf, dass du eine Wasseruhr einbaust, die vielleicht einen Zählerimpuls hat. Achte darauf, dass du eine Funksteckdose hast, die irgendein offenes Protokoll verwendet, dass du auch später quasi in deine Haussteuerung einbinden und somit dein System sukzessive erweitern kannst. Versuche also irgendwelche Insellösungen zu vermeiden, wo es geht, denn dann kannst du über drahtgebunden und funkbasiert im Prinzip später aus dem großen Baukasten alles zusammenmischen und dein System Stück für Stück erweitern und hast keine autarken Insellösungen, sofern du es nicht möchtest. Der vierte Tipp bezieht sich auf die Energieeffizienz. Prüfe also bei deinen Produkten trotz Energieeinsparungsnormen und so weiter, Standby-Stromverbrauch, der ja sowieso schon sehr gering sein muss bei den meisten Produkten, ob du nicht irgendwo Energiefresser aus Versehen installierst. Zum Beispiel gab es mal DALI-Netzteile, die einen sehr hohen Standby-Strom hatten. Und wenn du dann 20 Netzteile im Gebäude installierst und die laufen alle im Standby und haben 20 mal 5 Watt, dann hast du plötzlich eine Grundlast von 100 Watt im Haus addiert, obwohl das nicht zwingend notwendig sein muss. Damit einhergeht auch, dass du versuchen solltest, den eigenen Strom, den du generierst über deine Photovoltaikanlage, bestmöglich auch selber zu verbrauchen. Also überlege dir, wo kann ich denn im Überschussfall mit meiner überschüssigen Energie hin? Also habe ich vielleicht einen Heizstab, mit dem ich meinen Pufferspeicher für das Brauchwasser im Sommer schön warm machen kann, möglicherweise auch, indem ich meinen PV-Strom gar nicht erst wandle auf 230 Volt, sondern vielleicht habe ich einen Gleichstrom-Heizstab, den ich direkt aus der PV-Anlage speisen kann. Oder du hast ein Schwimmbecken und kannst irgendwo eine Wärmepumpe laufen lassen. Oder vielleicht hast du ein Klimagerät, welches mit Strom läuft. Und du kannst im Sommer, wenn der Strom dich quasi nichts kostet, diese kostenlose Energie nutzen, um dein Gebäude zu kühlen. Also prüfe für dich im Vorfeld, wo wird Strom generiert, im Wesentlichen durch die PV-Anlage und wie kannst du den bestmöglich verbrauchen, wenn er im Überschuss da ist. Das war die Betrachtung im Sommer. Im Winter gilt das Gleiche. Versuche, die Heizenergie, die du benötigst, bestmöglich effizient herzustellen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du darauf achten solltest, deine Wärmepumpe so auszulegen oder insgesamt dein Heizsystem, dass die Wärmepumpe nicht taktet. Könnte also zum Beispiel bedeuten, dass du einen Pufferspeicher dazwischen schaltest, damit die Wärmepumpe, wenn sie läuft, möglichst lange läuft und dann erstmal den Pufferspeicher befüllt. Oder es könnte bedeuten, dass du die Heizkreisregelung so, sagen wir mal, baust, dass es keine Einzelraumregelung gibt, damit du dann
immer eine gewisse Durchflussmenge hast, was auch verhindert, dass die Wärmepumpe immer wieder stehen bleibt, weil wenn einzelne Heizkreise zu sind, zu wenig Wärmeenergie abgenommen wird und dann die Wärmepumpe anfängt zu takten. Versuche das bestmöglich zu vermeiden, denn dadurch erhöhst du auch deine Energieeffizienz im Gebäude während der Heizperiode. Tipp Nummer 5 ist eher ein langfristiger Gedanke. Achte darauf, wo du deine Komponenten kaufst, denn Garantie und Support sind wichtig. Geh nicht zu einem Online-Shop, wo du noch 5 Euro sparen kannst, vielleicht einfach nur um den besten Preis zu bekommen, sondern geh zu deinem Elektriker, der über den Elektro-Großhandel dir Komponenten kauft, oder geh zu einem Systemintegrator wie uns. Auch wir können dir Produkte besorgen und anbieten, aber wir haben andere Abwicklungsmöglichkeiten für Garantiefälle, denn wir sind dann an die Hersteller angebunden und können für dich im Prinzip einen besseren Service bieten, indem wir zum Beispiel Vorab-Austausch oder RMA-Fälle abwickeln können. Einfach, weil wir dann nachweisen können beim Hersteller, wir haben dieses Produkt direkt bezogen und es ging nicht über irgendeinen Online-Shop. Und dann können wir mit dem Hersteller einfach anders kommunizieren, als wenn erstmal nicht nachvollziehbar ist, aus welcher Charge und wo genau und wann wurde das Produkt gekauft. Da stellen sich die Hersteller quer, weil sie natürlich diesen Vertriebsweg online nicht unbedingt mögen und ja, ermöglichen den Endkunden dann im Prinzip keinen guten Support. Deswegen nimm lieber 5 oder 10 Prozentpunkte mehr Gerätepreis in Kauf und geh zu deinem Elektriker oder zu einem Systemintegrator, der dir dann diese Abwicklung ermöglicht. Tipp Nummer 6 bezieht sich auf die Sicherheit. Prüfe und achte darauf, dass du einen für dich sinnvollen Sicherheitsstandard einhältst. Also für WLAN-Produkte bedeutet das vielleicht, guck mal genau, was ist das für ein Anbieter, was ist das für ein Hersteller? Ist das ein deutscher Anbieter, ein amerikanischer Anbieter, ein chinesischer Anbieter? Es gibt zum Beispiel ein Terminal für die Gesichtserkennung von der Firma Arbus. Das ist eigentlich eine Hikvision-Kamera, aber dort ist zum Beispiel eine deutsche Firmware aufgespielt auf diesem Kameraprodukt. Das heißt, der deutsche Hersteller kontrolliert im Prinzip, was mit den Daten, die in diesem Gerät produziert werden, passiert. Und ja, das sollte dir einfach wichtig sein, denn du möchtest ja, dass die Datensicherheit gewährleistet bleibt, dass die Daten bei dir bleiben, dass sie in Deutschland bleiben und nicht irgendwo durch die Welt gefunkt werden. Das war nur ein Beispiel, das betrifft natürlich viele günstige IoT-Geräte auch. Das kann dein, in Anführungszeichen, günstiges Babyphone sein, was vielleicht durch die Weltgeschichte funkt. Da gibt es ja genug Fälle, die auch bekannt geworden sind, wo solche Produkte auch gehackt worden sind, weil einfach die Sicherheitsstandards nicht eingehalten worden sind. Also achte darauf, dass du namenhafte Produkte hast, die dann auch entsprechend die Datensicherheit gewährleisten. Tipp Nummer 7, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den du auf jeden Fall auch achten sollst beim Produkt auswählen, das ist die Benutzerfreundlichkeit. So, und das passiert auf mehreren Ebenen. Einerseits ist es schon die Benutzerfreundlichkeit bei der Installation möglicherweise. Also achte darauf, dass du Produkte nimmst, die etabliert sind, die keine Bugs haben, die sich gut irgendwo koppeln lassen. Im KNX-Bereich könnte das heißen, suche dir Produkte aus, die eine nicht zu überladene und zu komplexe oder unübersichtliche Applikation haben. Das ist natürlich jetzt als Laie ein bisschen schwierig, das zu bewerten, aber das ist auf jeden Fall etwas, was du dir im Vorfeld angucken solltest. Wähle Produkte, die einfach zu konfigurieren sind, die man verstehen kann, wo es ein ordentliches Handbuch gibt, wo eine entsprechende Beschreibung vorhanden ist, was die einzelnen Parameter auch im Detail tun. Das ist leider nicht immer selbstverständlich. Das ist aber die reine Installationsseite. Auf der Benutzerseite ist es genauso wichtig, denn am Ende benutzt du das Produkt ja, wenn es fertig eingerichtet ist. Wenn du also einen KNX-Taster hast mit mehreren physikalischen Tasten, drück da mal drauf rum, guck einfach mal, wie der Druckpunkt ist, ob sich das für dich gut anfühlt. Also, ob sich das wertig anfühlt, ob man ein sauberes Gefühl, ein haptisches Feedback bekommt, wenn man da drauf drückt. Denn am Ende ist die tägliche Benutzung der Produkte ja das, was du am meisten spürst und merkst von deinem Smart Home System. Also achte darauf, dass sich das für dich passend von der Wertigkeit anfühlt. Und sofern du Produkte mit Touch-Display hast, also sei es ein kleines Bedienelement als Raumcontroller oder eine App für deine Haussteuerung, guck dir auch die an, da gibt es in aller Regel einen Demo-Modus. Schau da einfach mal rein, guck mal, wie sich das für dich anfühlt, ob du mit der Bedienung zurechtkommst und überlege dir auch, wie die anderen Personen im Gebäude damit zurechtkommen können oder gib denen möglicherweise mal dein iPad, wo diese App dann draufläuft und lass die anderen Personen, die später mit dir in deinem Gebäude wohnen, auch dort einmal drauf rumdrücken, um Feedback zu bekommen, funktioniert es für die später genauso wie für dich, denn es sind ja nicht alle Personen gleich technikaffin. Es ist aber wichtig, dass die Benutzeroberflächen einfach für alle Personen im Gebäude funktionieren und jeder sich damit zurechtfindet. Die großen Anbieter, seien es Gira oder Basalte, haben schöne Apps, haben überall einen Demo-Modus. Schau dir das einfach mal an, damit du dich da wohlfühlst am Ende des Tages. Tipp Nummer 8 ist mein absolutes Highlight. Komm zu uns in die KNX Masterclass, denn dort zeigen wir dir, wie du dein persönliches Smart Home
Smart-Home selber planst, die richtigen Produkte mit unserer Hilfestellung aussuchst und so am Ende kosteneffizient und mit genau dem richtigen Verhältnis aus Funktionalität und Preis über die Ziellinie läufst. Also www.knx-masterclass.de. Dort bewirbst du dich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann sehen wir uns dort und machen auch dein zukünftiges Haus zu einem echten Smart Home.